Narina Radio, der Podcast von Milan Fasnet und drüber hinaus. Folge 2, Schule der Erinnerung, mit Elisabeth Weiss und Kurt Weisenecker. Präsentiert von der Narrenzunft Mülheim, produziert von 241 Experimentalstudio. Also, dann fangen wir an. Wieder eine Folge von Narina Radio. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Heute geht es um Erinnerungen wie Pfasnet früher war. Und dann können wir mal gucken, im Vergleich, wie schnell der Pfasnet heute ab, weil es sich verändert, warum hat es sich verändert. Ihr stellt euch bitte geschwind selber vor. Am besten mit Spitznamen, so haben wir es das letzte Mal auch gemacht. Ich lasse ihn kurz davor. Ah, ja. Okay. Ich muss los in einer Relle sein. Ich lasse ihn zu viel sagen. Ich bin der Kurt Weizenhecker, 1943 Eisenacher geboren. Der Spitzname hat ihn mir selber beigebracht, wo ich mich geschafft habe an der Narrenzeitung. Irgendwann einmal in meinem Gedicht geschrieben, er ist nicht schwul, er ist nicht geil, er ist einfach Schweil. Und seither bin ich der Schweil. Es tut mir leid, ich bin anrüchig. Ich war auch gut 30 Jahre im Zunftrat tätig und natürlich in diversen Auftritten auf dem Ball und war auch immer Zeit meines Lebens bei den Narrenzeit dabei. Also beste Voraussetzungen für einen heutigen Podcast, so muss der volle schöpfen. Okay. Elisabeth? Also Elisabeth Weiss, früher Prio. Ich bin eigentlich in Mülheim geboren und ich sage in Mülheim, das ist ja eine Großigkeit, aber z'Mille geboren und z'Mille geblieben. Hm. Und es redet mit, muss ich sagen. Was Fasnet betrifft, eigentlich bin ich auch schon als Kind, hat mich Fasnet allweil gereizt und interessiert und man hat ganz gleich hat man angefangen, so der erste Aufstieg, wo es Frauen damals Kind war, war eigentlich Bürgerwehr. Das habe ich geschafft. Ja, und dann, nach der Bürgerwehr ist es schon schwierig geworden. Gell? Habe mich noch durch meine Tätigkeit im Kirchenchor haben wir immer die Seniorenfasnacht gemacht und da war ich viele, viele Jahre dabei und hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch denen, die zugeguckt haben, die waren und sind heute noch allweil begeistert, was da so abgeht. Und dann natürlich, ich denke, da kann ich auch wahrscheinlich auf 40-jährige Tätigkeit zurückgucken, das ist bei den Turnerfrauen, alle am schmutzigen Donnerstag gehen wir miteinander und das sind auch alle tolle Arbeit und Ereignisse und ich glaube, ich will es jetzt einfach einmal sagen, auch eine Bereicherung für die Millener Fasnet. Ja. Klingt, können wir bestätigen. Das kann man bestätigen. Ja. Und heute, muss ich sagen, bin ich ein wenig so zurückgetreten von allem Offiziellen. Ja, Turnerfrauen mache ich auf jeden Fall immer noch mit. Und ansonsten halt Narrentreffen oder als Altweib am Montag oder je nachdem, was ich halt gerade geht. Ja, ja. Also, Elisabeth, auch du natürlich prädestiniert zum jetzt heute über Fasnet-Erlebnisse oder Fasnet-Veränderungen zu erzählen. Weißt du, eindrücklichste Fasnet-Erinnerung? Können dir das sagen? Ja, gut, es hat schon als Kind angefangen, in den 50er Jahren. Und da waren die Fasnet, hat man immer ein Thema rausgegeben von der Narrenzunft. Mal war Zigeunerfasnet, dann war wieder Zirkus. Einige Jahre war Zirkus, das war für uns ein Erlebnis, wo z'Mille, z'mal Löwe und Tiger und Affe
dabei waren. Und auch, hey, darf man es ja eigentlich nicht mehr sagen, die schwarzen Männer, also es waren ja Neger halt damals für uns. Und die haben Umbassa Umbassa gesungen. Ja. Und die, das war für uns schon ein Erlebnis. Und dann eben die Kinderfasnet, wenn man an der Kinderfasnet war, dann war immer nur so eine kleine Bescherung. Also da sind viele Milamer dabei gesehen, die haben das erste Mal orange gesehen. Ja. Weil da hat man dann über Treppen laufen, da war am Schulhaus und jedes Kind, wo angezogen war, als Cowboy, als Clown, als... Und wenn sie nur ein Bändchen reingekriegt hat, hat sie orange gekriegt auf der Schultreppe. Ja, ja. Das sind schon für Kinder einschneidende Erlebnisse gesehen, ja, nach dem Krieg, wo man nichts gehabt hat. Ja, 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 brutal. Ah, ja. Also, ja. Ja. Ja, also ich muss jetzt sagen, so richtig, also für mich ist eigentlich jede Fasnet ein Erlebnis. Es geht, bei jeder Fasnet geht es eigentlich tolle Momente, muss ich sagen, wo einem in Erinnerung bleibt. Einfach auch tolle Momente mit verschiedenen Leuten. Mhm. Das finde ich nach wie vor an der Fasnet das Tolle. Und ihr werdet euch jetzt auch wundern, als Kind war es natürlich, dass du dich verkleidet hast. Yeah. Und darum habe ich heute eigentlich auch einen Cowboy angezogen, weil das war für mich etwas vom größten Cowboy sein dürfen. Ja, Cowboy und Indianer. Ja, nein, Indianerritter, aber Cowboy, eine Käpselpistole gehabt. Und das war wirklich, das hat mich damals schon beeindruckt und darum habe ich gedacht, hey, zieh mal wieder etwas an, wo an das erinnert. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass mir geht es auch so, Kindheit, also die Erinnerung, wie fast es war als Kind. Mhm. Und also ich kann da anschließen, ich habe ein Indianerkind. Das war so ganz grob Sacklein oder war es Jute oder so. Das hat ganz komisch geschmeckt. Und das hast, wenn man das auspackt hat, so wie Fasnetkasten, dann hast du gesagt, so schmeckt Fasnet so in den ersten Jahren. Also eine lange Perücke. Da ist mir es auch so gegangen. Das war eine Sensation, wenn du hast. Und dann habe ich eine Silberbüchse Winnetou gehabt, das ist drauf gestanden. Auch mit Käpseli, gell? Ja. Das war sensationell. Ja. Was mich als Kind fasziniert hat aus der hinteren Gasse, da kriegst du fast nicht, also da schält sie gar nicht ab. So ist es. Da hast du alles mitgekriegt und dann so Sachen wie, als Kind stehst du am Fenster und denkst, ich komme. Sensationell. Da hast du wieder dabei sein, irgendwann einmal. Und als Kind hast du gedacht, was geht da ab? Ja. Jetzt, ich habe das letzte Mal schon gesagt, natürlich ein wenig ausdenkt. wenn man jetzt so zurückdenkt, ein ganz eindrückliches oder eindrückliche Erinnerung für mich ist, wie es einmal voll war. Mhm. Ja. Die Vordergasse, auf, ab, die Straße voll. Ja. Da war Geschrei oder Musik läuft oder so. Und wo du angekommen bist, vom Lauterbach, Sterne unten rauf, hast du ja schier keinen Platz gehabt. Ja. Wenn du Maske gegangen bist, dann hat man so einen am Fenster auf, ich weiß nicht mehr, am Hirsch, hast du geschaut, hast du Platz oder nicht? Kannst du nicht, lass die anderen führen. Ja. Manchmal sind welche schon draußen gestanden, dann hast du mit denen schwätzen, gehen wir nicht und so. Oder wie sieht es da oben aus? Und wenn du drin warst, war sie auch so voll. Ja. Gleit und Gang und gegessen und es hat sich nach diesen Fasnet Essen geschmeckt, wo du nachgekommen bist. Oder noch Lieder singen und so. Also die Überfülle, das ist auch wegen das, was mir fehlt. Ja, aber man muss sagen, ich erinnere mich auch ganz gut an das. Da hast, wenn du früher angefangen hast im Lauterbach, dann hast du wirklich Gas geben müssen, dass du um 11 Uhr oder so in der Krone warst. Ja. Wenn du überall hast du jemanden getroffen oder bist hängen geblieben oder so. Was natürlich auch war, die Fülle in meinen Augen, das waren auch sehr viele fremde Leute. Mhm. Also wenn man sich erinnert, wo ich mich zurückerinnere, war da bloß Leute von Tuttlingen gekommen sind. Da gab es Tuttlingen ja noch keine Fasnet. Und die sind noch
in die umliegenden Ortschaften gegangen. Gell? Ja. Und Millen war natürlich schon verkehrstechnisch nicht schlecht für Tuttlingen. Gell? Ja. Auch mit Bus oder da gefahren ist. Hat natürlich auch nicht unbedingt immer dazu beitragen, so zu der intimen Phase von den Millemer. Gell? Ja. Gut, muss ich noch zu den Kindern sagen, also gerade in den 50er Jahren, da sind von Endlingen ganze Schulklassen gekommen zu den Kinderfasern. Die haben vielleicht im Schitze noch Station gemacht zum Markehren und dann sind sie reingelaufen. Und Hans Miele, der Zirkus Salmani angeguckt. Und dann haben sie ihre Orangen abgeholt oder später war es auch noch Wurst oder so. Aber die Fülle, muss man sagen, wo natürlich der Gast. Jetzt muss man mal ehrlich sagen, ich bin in die Schule gekommen, zu Mille. Dann haben wir Schule gehabt, die erste Schule, die erste Klasse war damals im Hirschensaal. Ja. Im Tanzboden vom Hirschensaal. Ja. Und wenn du dann später als 16-Jähriger das erste Mal auf Fasnet darfst oder 17 im Glan, dann kommst du wieder in die Tanzhalle rein. Und der ganze Hirschensaal ist da aus dem Nebenplatz. Ja. So war das. Ja. Genauso im Nebenzimmer von der Krone, da haben wir auch mal Schule gehabt. Ja. Da war also, gut, die Zeiten waren anders. Ja. Und wenn du daran denkst, an die Rissli-Bar, das war ja das Ereignis. Rissli-Bar sowieso war als Kind. Aber wenn du das geschafft hast, zum Heiligen oben aufschleichen. Du, da warst du aufgeklärt. in der Separe. Ja, aber da hast du zuerst aufkommen müssen. Wo man auch später immer größer Alter aufgekommen ist, ich bin mal als Mädchen aufgekommen. Dann muss ich dazu sagen, man hat viel auf Tuttlinger geschoben, einmal ab und zu waren. Was gemischt auch auch viel Millermer dabei. Jetzt Friedinger bestimmt. Wir sind damals noch in die Mittelfasern gekommen. Gell? Ja, das war interessant. Es geht aber mal geschwind. Ja. Auf Millermer Fasern. Das hat weitergehen. Ja. Auf Dresli-Bar kommen wir bestimmt nochmal. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, welcher Hirschensaal? Also Dresli-Bar kenne ich jetzt auch gerade nur so, geschafft. Aber der Hirschensaal kenne ich gar nicht mehr. Jetzt, wenn man sich so vorstellt, verändert sich Pfasnet, wenn jetzt so ein Saal verschwindet? Sagen wir mal so, ob sich Pfasnet wegen dem Saal verändert hat, da war ja der Ball immer früher. Ja. Pfasnet hat sich, also die Pfasnet Zmiller in meinen Augen, manche werden das jetzt ich gern hören, auch meine Kollegen vom Zunftrat. Ja. Aber hauptsächlich hat sich Fasnet verändert mit dem Zunftrat. Ja. Mit dem Zunftball hat sich Fasnet verändert. Ja. Es hat sich einfach sehr viel auf der Ball konzentriert, spezialisiert und je mehr der Ball ist in den Vordergrund gerückt ist, so hat es außenrum abgenommen. Ja. Ja. Und das sind Sachen, wie gesagt, Fasnet verändert sich. Auch wenn ich jetzt denke an Fasnet Dienstag. Ja. Wenn alte Weiber unterwegs waren, man muss daran denken, da waren dann mal 250 alte Weiber unterwegs. Ja. Genau, ja. Die haben sich durch die Wirtschaft und irgendwann haben sie sich formiert und eine Ehrung gesungen. Ja. Und das war das Schöne daran, da hätte jeder mitgenommen. Das hätte jeder machen. Ja. Das, auch die Anziehen, da war ja problemlos als alte Schachtelanzieher. Dann kam auch der Zeitpunkt, genau auch ein Knackpunkt, da haben sie gefordert, die alten Weiber müssen mehr aufsagen. Ja. Das haben viele von denen, die dabei waren, die Kinder. Ja. Und je mehr man das verlangt hat und gefordert hat, umso weniger sind sie immer geworden. Ja, und zwar hat das abgenommen. Ja. Und jetzt muss man halt entscheiden, ist es schade, dass es weniger sind? Ja. Oder muss man froh sein, dass es anders ist? Ja. Ja. Gut, ich denke jetzt auch, weißt, wenn du sagst, mit dem Seel, also ich selber kenne jetzt die Hirschensaal auch nicht mehr, muss ich, da bin ich
Gleich wenn es jung kurz geht. So, bist du neu in die Schule? Ich bin neu in die Schule, nein, ich schon sagen. Nein, ich habe gleich in die neue Schule dürfen. Ja. Ja gut, in der alten Schule war ich auch noch. Aber ich denke halt, erstens sind tatsächlich, das was ich vorher gesagt habe, sind wahrscheinlich die umliegenden Gemeinden haben angefangen, Fasnet zu machen. Gell? Das hat ja schon eine Menge Leute abgehalten. Ja. Also ich denke, dass die Säle gar nicht mehr gebraucht worden sind, ja. Gell? Weil einfach vielleicht zu wenig Leute ja. noch unterwegs waren. Ja. Und ja, also das denke ich jetzt. Und was du jetzt auch sagst, mit fast nicht Dienstag oder so, da kann ich mich auch noch gut ja. erinnern, wie das ein Zug vom Lauterbach unruf ja. war. Aber der Fasnet-Dienstag hat meines Erachtens natürlich auch dadurch gelitten, durch den schmutzigen Dunnerstieg. Ja. Gell? Man muss das auch sehen. Die Fasnet ist plötzlich lang geworden. Ja, ja, ja. Der Schmutzig bis nach am Dienstag, das war für viele halt auch zu lang und, ja, ja. und auch zum Maschgergau. Ja. Ich denke schon, diese früher Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ja. Das heißt, da am Stück durchziehen können. Gell? Ja. Ja. Und denke ich jetzt ja. für mich, dass das ein wenig ja. auch ein Problem ist. Ja, gut, war. Ich habe es vorher angeschnitten. Man ja. muss den ganzen Werdegang ja. Ja. natürlich ja. nehmen. Wenn man denkt, früher, es hätte in Miele kein schmutziger Dunstieg gegeben. Ja. Anfangs. Und dann war am Samstagmorgen Stadttorteverkauf. Ja. Und am Sonntag war Narrenbaumsitzen, ja. in der ersten Zeit. Ja. Und so war die Fasnet viel dicht getränkt. Und ja. dann war am Sonntagabend auch der Ballabend einmal im ja. sogenannten, im Hirschensaal. Ja. Und, so, und mit dem Bau von der Festhalle hat man den Ballabend auf den Samstag verlegt. Und dann hat man das Narrenbaumsitzen auch auf den Samstag verlegt. Ja, ja. Und was ist passiert? Das ist eine Weile gut gegangen und dann ist es nicht mehr gut gegangen, weil die Akteure vom Narrenbaumsitzen gefespert haben und getrunken haben und dann hat sie ihren Auftritt vergessen auf einmal. Ja, ja. Ja. Verständlich. Und dann hat man gesagt, ja. hat mal gesagt, wieso machen wir wie andere Gemeinden ja. auch einen schmutzigen Dunstieg? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder manche Vereine haben da auch schon am schmutzigen Dunstieg gehabt. Ja. Also ich kann mich ja. an den Gesangverein erinnern, mhm. die haben angefangen, am ja. schmutzigen Dunstieg, damals der Karl Anton, der hat das forciert. Ja. Da war der Gesangvereinskap oben immer am schmutzigen Dunstieg. Ja. Und zumal, wie gesagt, durch das, dass es nach dem Bombensitz am Samstag war, ja, ja. und das ist noch mit dem Ball oben in Konflikt gekommen, da hat ja. man das auf den Dunstieg oben verlegt. Ja. Und von dort ja. an hat es einen schmutzigen Dunstieg gegeben. Ja. Und jetzt ist die Phase geht natürlich viel, viel länger. Ja, ja. 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 Ist nicht mehr so gedrängt wie in der ersten Zeit. Ich kann mal noch. Also, das kann ich nachvollziehen mit dem Ball. Ich bin mal mit dem Hansi Klimasch, war in einer Zeitung verkauft. Und der hat eine riesige Weekend in der Vorstadt und noch katastrophalerweise in der Altstadt. Und ich bin mit und der Hansi hat da gegessen und da gefestigt und da selber und da deswegen. Genau wie Rudi geht und dann sind wir mit der Altstadt. Und die Altstadt hat mich nicht gebrochen. Dann ja. Ich weiß nicht, in der Festbruchstube, die Festbruchstube ist um mich herum. Und da wäre ich auch hier um den Auftritt gekommen. In der Festhalle. Da habe ich noch eines gekriegt gehabt und ein Hemd gekriegt und das Hemd war zu. Und dann habe ich noch mehr Hindernis geworfen und da hat so Kittel so drüber. Also, das ist schon gefährlich, wenn da so viel hintereinander ist und auch ja. übereinander ja. kommt. So. Da warst du noch bestimmt auch froh, Christoph, dass dich Mama angezogen hat. Gell? Auch froh, dass man dich nachgestellt hat. Und der Wiag zu sagen, dann bin ich geradeaus. Dann kommst du an. Da haben wir jetzt quasi machen, dem Buch noch einen Kaffee. Ja, ja. Ja, ja, und dann ist, muss man auch sagen, die Narrentreffer sind natürlich auch. Ja, sind auch gekommen. Waren damals auch noch nicht so. Ja, ja. Muss man ehrlich sagen, ich habe an den 60 mein Narr gekriegt. Und da hätte man müssen noch mal selber gucken. Mhm. Ja, ja. Damals war ich noch Lehrbuch in der Uhrenfabrik, später in der SKF.
Und das weiß ich noch, früher waren ja so Militärknöpfe drin. Ja, 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 ja. Und ich war der Erste, wo die Knöpfe gedreht hat, weil ich ja schon wegen ausgebildet war. Und von dort da hat man noch, und war natürlich der Eckhardt der Meister, weißt du, wie das ist. Na, was ich noch war, 61 war das große Narrentreffen in Singen. Da war ich das erste Mal mit dem Narren. Und da war, das war eine Sensation. Da war Mille mit dem Bus dort mit 35 Narren. Ja. Musst du das in der Relation zu Held sehen? Und da war sogar der Millewagen unten. Der hat sich abgeführt. Das war Arschkälte. Die sind wie der Ötzi, sind sie abgestiegen. Und der hat in Singen, wir sind ausgestiegen aus dem Bus, hat es in Singen minus 18 Grad gehabt. Wunder ich das mal vorstellen. Ja, ja, ja. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, weil ich vorher gesagt habe, Bürgerwehr. Ja, ja, oh je. Wenn man hätte mal laufen müssen, bloß bei 5 Grad Kälte, wenn es die da gefroren hätte, dann ein Strumpfhäsli und in dem. Ja, aber. Ne, also, da müsste jede noch einen Verdienstorden kriegen, gell? Natürlich. Kann man gleich auch reden. Aber man muss dazu sagen, ihr könnt ja das auch wählen. Ja, früher hat Bürgerwehr lange Hose gegeben. Stimmt, ja. Ganz früher, ja, stimmt. Aber das war vor dem Krieg. Wir waren auch im Krieg. Jetzt sage ich jetzt nochmal geschwind anstoßen und dann wissen wir ja. Nein, aber ich muss noch geschwind, wenn man gerade Bürgerwehr hätte. Also Prosit. Als jung Mädchen, das war wirklich eine ganz heiße Sache. In Bürgerwehr kommen. Ja. Aber da hast du jeder Ältere, wo so vielleicht nur 20 mit 20 drin war, hast du hoffentlich heiratet sie bald mal und hat Kinder, dass sie nicht mehr gab. Also kostümfrei wird, weißt du? Ja, ja, ja. Da war noch ein richtiger Kampf zum Daneikommen. Ja. Und das sind auch so Sachen, wo sich, ich weiß nicht, bringst du heute noch etwas, denkt man, wahrscheinlich hat man nichts mehr zusammengebracht. Ja, ja. Gell? Ja, ja. Es muss mal ein Kinder kommen. Geschwind einen Schnitt machen, dann schwätzen wir gleich weiter. Wir schwätzen gleich weiter über Kinder. Wir machen es wieder, wie immer, Corona-mäßig. Wir liften, Klo, nachschenken. Cut. Es wird auch kalt, gell? Also, wir sind zurück. Wie bei jedem Narinarob machen wir nach der Pause einen kleinen Kulturtipp. Und weil es heute um Erinnerungen an die alte Mülheimer Phase geht, oder so wenig Erinnerungen zurückreichen, waren ja eine lange Geschichte, kommt jetzt der Kulturtipp. Und nämlich das eigene Buch über die Mülheimer Phase nicht. Ein riesen Wälzer. Da steht das alles drin. Es sind viele Fotos drin. Und eben auch Anknüpfungspunkte. Ja, das war, was heute Abend zum Heere geht, zum Beispiel. Geht's Fotos von der Bürgerwehr mit Hose und Regel. Findet man da alles drin und vieles mehr. Kann man kriegen über Narrenzumpf Mülheim. Kulturtipp. Gut. So, musst du den Preis noch sagen? Der Preis, was ich ihn erfährt man auch. 15 Euro, wie ich gerade höre. Das ist geschenkt, ja. Die Redaktion sagt mir gerade 15 Euro. Das ist praktisch geschenkt. Wer ich lesen kann, viele Bilder drin, ein super Buch. Ja. Hier, machen wir weiter kurz. Du hast viele was erzählen von den Kindern. Ja, von den Kindern, weil das einmal spannend war. Also, wir sind ja so aufgepasst und man hätte halt müssen aufpassen. Da war als Kind, da hast du dabei sein. Und dann war der größte Schock für mich jemals als Kind war meine erste heilige Kommunion. Weil da Frau Probel gesagt hat, da haben wir nicht aufpassen dürfen als Kommunionkind. Ja. Ja. Aber die hätte keine Schweizer Weise gewesen. Wir sind halt trotzdem gegangen. Ja. Gott sei Dank, so. Es hätte ja laufen gehen. Aber das ist schon etwas, was ich auch in Zukunft sagen will über die Narren. Sie hat sich noch nie von oben etwas sagen lassen. Ja. Es ist Schwäche vom Narren, was er eigentlich tut, was er will. Ja. Und auch das, wo man heute Gottes Namen aussagen. Ich kann mich noch an die Ölkrise, an den Ölkrieg erinnern. Da hat man gefasst und abgesagt, auch von oben her, nein, das ist gefallen. Es war eine wunderschöne Fassung. Ich möchte heute noch mal im Sternen sitzen. Ja.
Gell, so. Wenn du gerade Sterne sagst, da kann ich mich auch noch erinnern, gerade am Dienstag um 12 Uhr, ja. Dienstag nach 12 Uhr war ja aus. Ja. Und im Stern hat es halt irgendwie noch etwas gegeben. Dann hat man vorne zugeschlossen und ist halt nach hinten aus. Da ging fast nicht alle noch ein klein wenig weiter. Ja. Ja. Auch zu, weil es verboten war ja, ja, ja eigentlich. Ja, ja. Also da hat man sich auch drüber weggesetzt. Ja. Man hätte ja auch, also wenn man denkt, wie lange man, wenn du sagst, was um 12 Uhr, dann will ich mich auch nicht haben. Also, Fasnet ist da nicht rum, wie sonst eine andere Veranstaltung. Ja. Kannst du sagen, Theater ist rum, dann kann man noch Ecke oder so haben. Aber wenn du ein Fasnet hast, ist gar nicht in der Hand. Ja. Wie viel Mal bin ich haben, wo es hell war? Oder über zwei Tage weg und so. Ja. Das ist eigentlich komplett irre, wenn du denkst. Aber hat sich jetzt da etwas verändert? Man sagt ja auch, Berufswelt hat sich verändert. Oder überhaupt, dass du da kannst gar nicht mehr so sorglos damit umgehen. Also viele Leute arbeiten zum Beispiel am Freitag, dann kannst du nach dem Schmutzigen, dann kannst du ja nicht am Morgen früh um 9 Uhr heimkommen und dann arbeiten. So Sachen. Ja. Hat das Einfluss gehabt auf Fasnet, was man nicht hören? Was vielleicht auch ein Einfluss hat, denke ich jetzt. Über Fasnet sind ja Schulferien. Ja. Und das ist natürlich auch für viele, wo jetzt so eng verbunden sind mit der Fasnet, dass sie sagen, nein, ich bleibe jetzt da und jetzt ist Fasnet und da kehrst du an Ort. Nutzen natürlich zwischenzeitlich auch viele, wo noch fortgehen. Ja. Gell? Die sind am Schmutzigen nur da und dann nutzen wir die Zeit. Gell? Ja. Das ist schon auch ein in meinen Augen Einfluss, das hat man halt früher, hast du das wahrscheinlich schon gar nicht leisten können, dass du jetzt über die Fasnet Skifahren gehst, oder das war für viele nicht möglich. Da spielen viele Faktoren mit der Rolle. Du hast ja vorher angeschnitten, wie die Lokale, die Straßen, wie das alles voll war. Und es war ja auch das Maschkergau, das war, wir wissen, dass mit unserem Narr kann man fast in die Maschere gehen. Also ungeschicktes Instrument zum Maschere gehen. Und dann hat es halt in seiner Zeit hat's gelohnt gegeben. Ja. Da waren 100, 150, 200 gelohnt waren um den Weg. Und in diesen Gewändern hast du keine Maschere gehen. Und immer hat man gesagt, hat man die jungen Lehrer wollen es aufsagen. Das haben die Jungen nicht lernen können, weil auch die Zuhörer oder die Gäste in der Wirtschaft haben das verliert. Ja. Wenn du als Masker bist an den Tisch gekommen und hast einen Ton gesagt, dann hat gleich einer gesagt, der Masker kannst du nicht mehr. Ja. Oder was nimmt anders? Oder wo hast du deine Lehre? Und so bist du in ein Gespräch reingekommen. Und das fällt halt auch, die Kreativität von den Leuten. Ja. Heute sitzen die Leute da, so. Und du sollst dann etwas vorführen. Ja. Entweder im Flohzirkus oder irgendetwas musst du machen. Ja. Und dann gucken sie. Ja. Und wenn sie sagen, war das Einzige, war der Herr Kino, weißt du, oder so. Das ist so hat sich die Leute auch geändert. Ja, und da hast du auch, wenn du früher mal nach, manchmal, man hat die Leute ja noch kennt. Ja. Das ist ja auch etwas Wichtiges, gell? Und da hast jahrelang hast du im Hirsch, wenn du jetzt in Hirsch gekommen bist, hast du genau gewusst, wer am Stammtisch sitzt. Da war der Beizer Franz, da war der Wieser Sepp und Storle, da war der Eckehardt und Hildegard, der Tierberger, Metzger. Und so hast du genau die Lacher Elsa, Rose Pia, die sind da, die haben sich die Plätscher reserviert für den Abend. Und weißt, und hast auch gewusst, was du mit diesen Leuten anfangen kannst. Gell? Ja. Das ist, jetzt wenn du da noch nachkommst, musst du zuerst fragen, wer ist das oder so. Und dann wird es natürlich schwierig zum Aufsagen. Ich weiß das auch noch, ich bin mit meinen Leuten gegangen als Bub. Mhm. Also so viel noch zum können wir auch, wie lernt man aufsagen? Ja. Ich bin halt mit. Ich war definitiv Bub und bin ja immer gestanden und habe bloß geschaut. Die haben noch nicht ich wusste, was ein paar Schwätze oder so, aber ich habe es gesehen, was da gegangen ist. Aber ich erinnere mich da auch, die haben immer, wenn es gegangen ist, nein, oder haben mich nein geschickt, guck mal, ist der und der da. Weil da haben sie etwas vorbereitet oder haben sie gedacht, also wenn, zu dem Moment. Und das hat man dann ausgesucht, also die Situation ausgesucht. Jetzt, wenn du jemanden gar nicht kennst, dann geht das ja nicht. Weißt du, ich denke, du musst
wenn du richtig aufsagen willst, dann musst du wirklich die Leute eigentlich in- und auswendig kennen. Ja, gell? Ja, du musst wissen, wer vor dir sitzt. Wer vor dir sitzt, ja. Und dann ist das auch gar kein Problem. Gell? Es war ja auch schön dran, am Mastelgau dran, das hast du gemerkt, weil, also das erste Mal, wo ich gegangen bin, hat mich meine Mutter auf den Gerätsplatz gestellt, hat gesagt, jetzt werden die schon Mastel mitnehmen. Ja, ja. Und so war das. Und dann, weil ich wusste auch, bis spät am Abend, wenn man sich noch aufgedeckt hat, ich habe also zwei ältere Frauen verfrischt gehabt. Ja. Ja, wundert man, das war ein älteres Semester. Und dann hat die haben mich missbraucht, weißt du? Oh, das schon. Die haben jetzt gesagt, jetzt gehst du zu seinem Mann an, schwätzt mit ihm und sagst, der hättest du auch wieder Schulschreiber abschreiben lassen, weißt du? Ja. Da waren viele Frauen dabei, die haben wollen ihren Mann auf Probe stellen, halt, wenn du ob sie jetzt. Ja. Und das war das, was halt die Fülle gemacht hat. Da bist du untergegangen als Einzelperson, da warst du halt im Clan, wie alle anderen auch. Und dann, vor allen Dingen, wenn ich gesagt habe, in jeder Wirtschaft, hat man zum Tanz aufgespielt. Mhm. Also, und wenn nur ein Handtanker da war, muss man also sagen, das Rissli muss man ausklammern, oder war ein Benz da. Ja. Aber sonst war ein Handtanker da und ein Trommelklöpfer oder so. Ja. Das sind dann mal verschlafen beim Trommeln. Aber es hat auch für Waldeslustig. Das ist ein gutes Stichwort. Weißt du, da muss ich, wenn ich nochmal. Man muss natürlich beim Aufsagen, da gehst du ein wenig so eine Gratwanderung, weißt du, zwischen, dass du niemanden beleidigst. Das waren da auch Beleidigte drunter. Nein, aber das ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin einmal in eine Situation gekommen, ich denke, die Frau hat mir es jetzt nicht übel genommen, aber das ist mir... Bei der Seniorenphase rausgerutscht. Ich bin da, wenn kennt mich ja, ich kann spontan, fällt mir etwas ein und dann gucke ich, dass ich es losbringe. Und dann bin ich da oben gestanden, sie, die Frau. Und ich war, wo so lange im Kirchenchor war, habe ich immer meinen Platz gehabt, rechts neben der Orgel. Und da siehst du ja das Geschehen unter der Sicht. Und jetzt sehe ich die Frau. Und die war auch immer in ihrem Bank. Und dann ist mir eingefallen, das kannst du ja irgendetwas sagen. Ein Blödsinn. Ja. Dann habe ich gesagt, ich sage jetzt keinen Namen. Ja. Du, weißt, ich stand allebei oben und dann sehe ich einmal beim Opfern. Du kennst doch auch mal einen Euro nehmen, wer von die Telewey plus 50 Cent. Der Saal hat natürlich brüllt, aber mir war es nachher, es war ja bloß der Herr geschwätzt, dass ich noch zu einer bin und habe gesagt, du bist mir bitte in Bes. Ich mein ja so Sachen auch in Bes. Und das ist immer, wie es der andere auffasst. Da sollst du die Leute kennen. Ja. Wobei du nie weißt, es sind Leute, die du kennt hast, die haben darauf gewartet. Ja, klar. Die sind auf Fassen, die sind da nicht gesessen und haben darauf gewartet, dass ich jetzt eine Maske kommt und mit ihnen spielt. Ja. Und das war natürlich auch schön. Ja. Und dann sind halt andere, und dann hast du auch müssen feststellen, dass viele mal Leute waren, die mit anderen das ganze Jahr gespielt haben. Ja. Und die haben gar nicht vertragen können. Ja. Also, das ist aber das war auch schön, wenn man noch mit denen gespielt hat. Ja, das ist so eine bestimmte Gratwanderung. Ja. Das sollte man nie tun und sollte auf die Fassen gehen und sollte mit dem Gedanken, so dem sage ich es jetzt mal. Ja. Gell? Also das ist der Fassner-Gedanke total verfehlt. Ja. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil im Prinzip Trottweiler sagen ja, jedem zur Freude, niemand zum Leid. Zum Leid, und so. Und ich denke, das ist jetzt ein wenig zu groß und brav. Das wird mir dann bloß ein wenig so. Aber ich selber sage mir auch, so wie du es jetzt gesagt hast, nie so schmutzige Wäsche oder offene Rechnung will begleichen. Ja.
Und es ist immer so eine Gratwanderung, das was man sagt. Schön ist natürlich, wenn du ein Gegenüber hast, wo drauf wartet. Wartet, wo genau. Mitmacht, ja. Ja. Also ich kann zum Beispiel mit dem Manuel laufen wir zu. Wir haben es auch alle untereinander. Mhm. Das kann auch sein, in den Saal nehmen. Städten wir, melden wir, dieses Saal. Das geht aber bloß mit jemandem, der wascht, der vertreibt es oder der wartet sogar drauf. Ja, ja. Und wenn ich so etwas sage oder er umkehrt, wartet der auch entgegen. Ja. Der sagt, der sagt, weißt jetzt du? Oder so. Das Hin und Her ist dann auch das wirklich Spannende beim Aufsagen. Ja. Nee, das ist ja gerade auch mit Städten. Ja. Und man muss, da habe ich auch einmal eine Erfahrung gehabt, wo ich habe es wirklich besser gemacht. Und dann kam auch eine Frau zu mir nachher, ich habe gar nichts eigentlich gesagt. Mhm. Ich hab gesagt, oh ja, jetzt muss mal die Milmer nachstehen und etwas sagen, das Lame, was da jetzt gerade war oder so. Und die hat es völlig falsch aufgefasst und hat dann nachher zu mir gesagt, also, dass das Ellerhand ist, so sollte ich die zwei Gemeinden in Zusammen bringen, gell? Aber das war ja... Und das musst du aber den Narrator zugestellt, dass das passiert. Aber das war für mich ein Abbruch von der Fasnacht. Ja, ja. Als Beispiel. Ja. Weißt du, so an dem Abend, ich war wirklich, es war so lustig und da war irgendwo. Noch ein Jahr später haben wir einen Club gehabt, wo Labere ja. Und wir haben die Dinger gemacht. Und man hat darüber geschwätzt und hat gesagt, das kommt man. Und die, man muss Leute nehmen, die bekannt sind und wo das auch vertragen können. Und trotzdem hat es Sachen gegeben, wir haben unsere Texte zensiert, man hat immer geguckt, dass es redet. Und trotzdem hat es eben Leute gegeben, die sich draufgekriegt haben. Ja, ja. Wo noch ein wenig Retourkutsche kam. Aber auch das hat man noch können, mal ausblenden mit. Ja. Ja. Mit ein wenig Schwätz oder ja, so. Ja. Manche Leute wollen nicht halt, sie müssen sich aufregen. Aber das ist kein Fass nicht. Ist ja ganz viel IPs gemeint. Das wollen wir einfach sehen. Es soll doch einfach lustig sein. Man will doch, dass man lacht. Und dann, oder? Das ist doch auch ein Sinn der Fass nicht. Ich habe schon viel mal gesagt, Narrentreffer. Also es hat ja noch angefangen in den 70er Jahren. Die umliegende Gemeinde überall, erst Narrentreffen, halt erst eigene Fasnacht, noch Narrentreffen, dann hätte es der Ring gegeben, Du hast ja zu vielen Leuten gesagt, das ist alles kein Fasnacht. Fasnacht ist, wenn drei Leute zusammensitzen und sich gegenseitig aufsagen, nicht Fasnacht. Vorher ist kein Fasnacht. Ja. Und wenn sie kein Plattformsmaul nehmen und kann ich böse, nicht Fasnacht. Ja. Das finde ich ganz interessant. Da denke ich auch viel mal, wenn du so die Fasnacht im Fernseher anguckst. Ja. Also da muss ich ja schon sagen, das sind manchmal noch ganz, ganz spitzige Zungen. Ja. Ja. Also das geht für mich noch manchmal auch schon wieder fast ein wenig zu weit. Gut, wenn die spitzige Zunge neutral wäre, aber wenn sie manchmal nur in ihre Richtung zielt. Das ist es halt. Es ist so hin und her. Wenn ich, also mir ist jetzt eingefallen, wo man immer noch nach dem Sack drin im Rissli war. Ja, ja. Und da ist ja, noch singt man, dann kommt der erste Witz. Und dann, wo so eine Zeit lang warm war, hat man geguckt, wo ist der Fritz? Ist der Fritz sitzt da? Ja. Weil der Fritz Buschel ist gekommen von Städten und dann hat man gewusst, jetzt geht's los. Und dann geht ein Witz um den anderen. Und der Manuel Schneekind. Und das ist hin und her. Und das war so klasse. Da ist auch ein wenig aufgefahren mit der Spitze. Das verbreitet sich wieder. Aber wir haben ja immer gesagt, wo ist da der Fritz? Jetzt kommt doch der Fritz kommen. Oder es steht ein anderer, steht da, und dann können wir ein wenig in Klinsch. Weil das einfach schön war. Und dann hat sich das ein wenig so eingespielt über die Jahre. Das Hin und Her, das war so klasse. Und das steckt da ja drin. Ja, genau. Da muss man aber auch etwas dazu sagen, das habe ich jetzt beobachtet in meiner langen Zeit. Du kannst die Aufsage gehen und du kannst über etwas schreiben oder etwas dichten. Du musst die Person
musst du mögen, dann kannst du das nicht machen. Ja. Über einen Feind solltest du nie schreien. Ja, genau, das ist ein Stück machen. Ja, 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 ja. Das hat überhaupt keinen Wert. Ja, 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 ja. Ja. Nicht nämlich das, was rauskommt, wo es was schiefgegangen ist. Ja. Guck mal nach der Zeitung. Das ist auch so etwas. Nach der Zeitung musst du eigentlich auch verstauen. Natürlich. Gell? Und weil viel drinsteht, wo eigentlich gar nicht so war. Gell? Ja. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe mir jetzt noch nie, und weil ich schon viel mal danach erzählt und komme, ich habe mich noch nie irgendwie angegriffen gefühlt, ob es jetzt so direkt war oder nicht war. Ja. Das ist halt bei jenen Dichter so. Was soll's? Es muss die Leute ja auch amüsieren, oder? Wo der Goethe den Faust geschrieben hat, dann hast du auch mit deinem Löffel. Ja, habe ich so gesehen. Feiere Stichwort gibt, dass in jedem Wirtshaus früher Musik war. Und ich weiß nicht, Hase gehabt, hat da auch drauf hingewiesen, und ich bin da eigentlich einig mit ihm, wenn heute eine Musik kommt, sind es 5 Musikanten, 20, 25, das ist so raumerfüllend und laut, dass du halt durchkommst. Du kannst dich auch nicht mehr unterhalten am Tisch. Mhm. Geschweige denn als Maske oder so. Und die Leute haben ja auch frei, da ist etwas los. Mhm. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, das wäre jetzt wirklich schlecht. Nee. Aber die Form von Musik, es kommt eine Musik rein, spielt oft lang. Mhm. Und in der Zeit ist der ganze, das, über was wir jetzt geschätzt haben, die Form von Fasnet, die muss man abfahren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Gut, das sind eh. Wobei, ich habe ja geschwätzt, ich habe ja gesagt, da war ein Handorgler. Oder, oder auch ein Handorgler mit einem Trommler. Ja. Das hat gereicht. Das hat und vor allen Dingen waren das auch Narren, die sind ja mitgegangen. Wenn Maschka gekommen sind, dann hat die ihn auch, glaube ich, mit ihrem. Mit ihrem Ding. Ja. Und wenn Maschka wieder fort waren, dann haben sie Lieder gespielt, wo die Leute haben mitsingen können. Mhm. Ja, ja, ja. Und das war eben die Stimmung nachher. Ja. Ja. Das war etwas ganz. Das darf man mit heute nicht vergleichen. Wenn heute Musiker kommen mit 5-6 Leuten oder wenn der Wirt der Blechmusik hat und dreht auf, dann verstehst du das so ein Wort nicht mehr. Das ist kein Fass nicht. Ja. Weißt du, man muss natürlich auch sehen, wie viele Masken kommen heute eigentlich. Ja. Gell? Das ist auch, wie viele Leute sitzen in der Wirtschaft, wo du noch so aufsagen kannst. Ja. Das hat sich schon gut gemacht, einen Sonntagabend an. Also ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, da sind 4-5 Gruppen sind vor der Wirtschaft gestanden, weil gerade andere drin waren und du bist nicht reingekommen, weißt du, weil das Publikum noch gefällt hat, gell? Ja, hast du warten müssen. Ja. Also ich glaube, das geht so gut wie nicht mehr. Ja. Gell? Ja, darum habe ich ja Zeit. Und darum werden die Leute unterhalten, die werden ja etwas, und wenn jetzt eine Musik kommt und Schein spielt, dann sind die Leute unterhalten, weißt du? Natürlich, das gehört auch dazu. Und wenn jetzt einmal eine Musik kommt und eine halbe Stunde spielt, dann ist das, wenn du jetzt einen Abend lang sitzt, von 8 bis um 12 Uhr, dann ist das eine schöne Unterhaltung. Da hätte ich nichts dagegen einzuwenden oder so. Ja. Das wäre ja rät. Aber wie gesagt, das Ganze... Die ganze Situation in der Wirtschaft hat sich halt dahingehend verändert, dass die Leute sich etwas vorführen lassen und nachher sagen sie, ja, war es jetzt das? Und wenn kommen die Nächsten und so. Ja, ja. Ja, ja. Und das war in der ersten Zeit, wo ich gesagt habe, wo noch 100 Klonen unterwegs waren, war das nicht so. Da waren immer 2-3 Klonen oder 5 Klonen in der Wirtschaft. Ja. Aber miteinander am Tisch, da steht jeder am anderen so Tisch gesehen. Und die haben die Unterhaltung gemacht, damit das heute vielleicht nicht mehr versteht oder nicht mehr kann. Oder
die Leute haben sich halt geändert, dahingehend. Gang halt in ein Sprechzimmer und beim Doktor, wenn zwei Leute sitzen, dann guckt jeder in sein Ding, die schwätzen ja auch nicht mehr miteinander. Und das fällt den Leuten. Das kannst du nicht ändern. Das war die Idee vom Lazikap-Arbeit. Also verschiedene Ansätze. Aber auch wo er nach gelaufen ist, es hat ja allerdings das Motto gegeben, du darfst kommen, wenn du auftrittst. Weil natürlich nie so gemeint war oder nie so streng war. Und dann hat es ja quasi, wenn du nicht auftrittst, hast du Möglichkeit, zu mir einmal Getränk zahlen, wo jetzt auftritt. Das hat ja nur den Sinn gehabt, dass sich jeder ein wenig etwas überlegt. Und dann hat man mal gesagt, wenn so ein Zwei-Zähler-Witz zählt als Auftritt. Das ist noch gut. Ja. Nur, dass ein wenig etwas läuft. Und am Anfang war das ja im Wrestling, war das Wrestling gerade so das Rissli voll, das heißt, da kann ja jeder gerade aufstauen und so hin und her, das Kleine. Und jeder hat gewusst, es läuft nur so viel, oder der Arbeit wird nur so gut, wenn ich jetzt mache. Mhm. Und dann haben wir ja so umziehen in Krone und dann hat es mal so eine Phase gegeben, da war Krone gesteckt voll. Mhm. Und da war es laut und dann ist es zugegangen. Und dann ist tatsächlich, wir haben dann noch, du bist halt das Rissli und dann mal gucken, wer da ist. Mhm. Und wenn das mal um 9 Uhr erst losgegangen ist oder mal angefangen, da war noch mal wieder Weile nimmt. Das war ganz egal, das hat jeder gewusst. Und in dieser Phase, dann haben die immer noch mal 5 Minuten nach 8, dann haben die so gemacht. Fangen auch endlich mal an. Und vor allen Dingen auch, und das war nichts, und selber war nichts, und das Programm, da müssen wir das und selber machen. Da war ich mal am Punkt, da habe ich gesagt, jetzt langsam, das ist genau das Gegenteil von dem, wo die Idee war. Ja. Weil die Idee war jetzt genau das, was ihr erzählt habt. Wobei, das war ja zunächst mal Auftritt. Und wo die noch rum waren, dann hast du das ja eh von einem Tisch zum anderen. Wenn es gar nicht. Und zwar ja auch nur ein Cup oben. Das auch, das ist ja noch nicht. Ja nur zum Warmen, sozusagen. Ja gut, man weiß oftmals auch nicht, wie du sagst, die Leute werden unterhalten werden und vielleicht spielt da natürlich auch eine Rolle Fernsehen. Dass du auch sagst, da gucke ich doch lieber im Fernsehen eine schöne Fasnet-Sendung an, als dass ich jetzt aus der Vorstadt die Städtli laufe in der Wirtschaft sitze und es kommt vielleicht nicht einmal eine Maske oder etwas. Das sind schon ganz viele. Ich muss einfach sehen, die Zeit hat sich einfach geändert. Das muss man sehen. Gell? Dann muss man auch sagen, wir singen ja im Narrenlied, das Mille hat es 1000 Narren. Ja. Die hat es vielleicht. Ja. Aber gucken wir mal in die Vorstadt, die viele Leute, die man gar nicht kennt. Ja. Oder hey, sterbt Leute, siehst du mal auf dem Friedhof, gang auf den Friedhof, dann denke ich, wer ist jetzt das? Wer ist jetzt das? Oder? Du kennst die Leute gar nicht mehr so. Ja, so ist es. Ja. Aber kurzes Leute dran, wir wären einfach alt, weißt du? Natürlich. Ich glaube, das ist eiserne Leute auch so gegangen. Manchmal. Denk einmal, meine Mutter hat einmal zum Fenster bei mir rausgeguckt und hat sie einmal gesagt, wenn ich dann rausgucke, Vorstadt wie das Ausland. Und darum denke ich, das ist schon vielfach eine Sache des Alters. Ja, wenn ich Maschra gegangen bin, hat meine Mutter auch immer gesagt, du, ich kenne dich nicht mehr. Nein. Oder wenn man Dengler war immer schön, das war noch schön, Mensch. Die Leute haben immer noch Bootschamper rausgelernt. Noch besser, wenn du getroffen hast. Oh, man hat schon gewusst, wenn man nachsitzen muss. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal in Dengler war, da war es Städtli voll mit Dengler. Und da sind Dengler in Sterben. Ja. Und das war der Altsterben. Ja. Und ich erinnere mich noch als Bub, da war der Sterben voll. Ich habe da gefespert. Ich habe das letzte Mal erzählt, eindrücklich, da war der Icke dabei, von Berlin, der hat doch immer im Hirsch ein Zimmer gehabt. Er ist bei den Dengler geguckt, immer gelohnt und so weiter, der ganze Sterne hat Icke. Und ich habe als kleine Wohnung geguckt, dann haben sie die auch auf den Stuhl gestellt und dann haben so ein Glas Gurkenwasser so verlaufen. Und der ganze Sterne hat Icke. Und so Sachen war das noch. Wir haben einmal Dengler im Winkel dahinter, da war ein Filmteam da von Berlin.
Und noch war es so kalt, weißt du? Und die Filmer, die Beleuchter, die haben bloß Kitteli da, ne? Geht so, ja. Weißt du, wie sind die Kitteli? Ja, ja. Dann hat man es bei der Annemarie auf der Eckbank legen, auf der Ofen, zum Aufwärmen. Ja. Dann hat sie, der Schiele Paul. Der Schiele Paul hätte denken sollen, der hat sich auf so einen Glotz gesetzt. Und dann hat er gesagt, musst du erst noch mal trinken. Dann ist er weggelaufen, dann hat sie wieder alles neu eingestellt. Ist er nachgesessen, dann haben die eingestellt. Dann haben sie gesagt, jetzt können Sie tängeln. Sie können tängeln. Dann hat er geschlafen auf seinem Glotz. Ah ja. Wie ist es mit der, was ich irgendwie bewundert habe, also ich kann es gerade mal erzählen, das ist glaube ich gar nicht so lange her, wo du mal im Sterne auch aufgestanden bist und den Trick gemacht hast mit der Zigarette. Sag es jetzt so laut, das weiß man daheim noch nicht. Das sind die Schönsten. Uiuiui. So Sachen, die sind auch weißt, so ganz aus dem Nix. Ja. Und das ist auch eine Fähigkeit einfach. Es geht Leute, die können aus dem Nix aufstauen und wird so unterhalten. Aber das geht natürlich, in der Festhalle geht die Seite. Mhm. Das muss der kleine Rahmen, auch das eng wird so, wo das geht. Jetzt wenn wir so mal, wir haben jetzt gerade gesagt, es ist schwierig mit der Wirtshäuser zu mielen, schwierig mit den Leuten. Und wie ist es jetzt, die Leute, die das noch kennen? Oder kann man das lehren? Weil so Sachen gehören für mich auch zu der Essenz. Die sind jetzt auch so Erinnerungen, wo Leute das kennen oder so Masken, die wirklich haben können. Auch wild wird so unterhalten oder etwa wie der Egel auf seine Art. Ja, ich denk schon, das muss schon ein wenig drin liegen, oder? Es muss schon ein wenig drin liegen, aber man muss natürlich auch sagen, dass ich war ja lange im Zunftrat und das ganze Organisieren, alles, das ist zum Teil gut, zum Teil vielleicht war es notwendig, ich müsste ja gegen mich schwätzen. Ja, ja. Aber manchmal hätte ich mir wünschen, es wäre mehr unorganisiert. Oder manchmal denke ich auch, manche Sachen waren ein Fehler, zum Beispiel die alten Weiber. Man hat das Gewand geschafft vom Kehrweib. Das Gewand ist schön, gut, mir gefällt das Gewand. Aber die alten Schachtler waren weg. Ja. Und die sind gestorben. Und das war an dem Gewand wieder nicht gut. Ja. Ja. Und in diesen alten Schachtler hättest du keine auch Masken gehabt. Ja. Ha, ja. Ha, ja. Ja. Verstehst du? Aber ich aufs Nachtreffen, oder? Ja, jetzt kommt weißt du wichtiger. Ja. Weißt du wichtiger, ist Narrentreffen wichtiger oder unsere Phasen? Ja. Ja. Oder, das war ja so, auch so eine Phase und es hat vielleicht von denen Edelzünft her, und hat man ja gedacht, eine gescheite Figur muss ein Holzlaufen haben. Wenn du denkst, im Prinzip hätte man müssen, selbstbewusst genug sein, um zu sagen, wir haben eine Figur, die ist sensationell, die heißt alte Schachtel, die hat halt umgelaufen, guckt jeder. Und der Durcheinander ist scheine nicht, was man so erwartet. Ja. Aber das war sicher schwierig in dieser Zeit. Nachher, also die alte Schachtel ist meine absolute Lieblingsfigur, auch zum Zugucken und zum selber drin laufen, weil du kannst ja tatsächlich 5 Minuten vorher entscheiden, jetzt gar nicht, wenn du den Wasserkast hast. Natürlich. Oder du kannst wochenweise vorbereiten mit der ganzen Gruppe. Aus dem Grund hat man es ja geschafft. Alte Schachtel ist wunderschön. Ich denke schon, der ganze Abend, wie soll mit der Christoffel weh anlachen. Ja. Das war sehr interessant. Wenn du sagst, aus dem Grund hat man sie ja geschaffen, die Altschachtel. Wobei halt die Alt, also wenn ich jetzt dran gehe, wir waren vorher dran, mit 250 oder so, am fast Dienstag und Russland und haben da hierher gesungen. Ja. Und dann muss ich sagen, das sind die Leute, die Wirtschafter waren voll mit Leuten. Ja, ja. Die sind die gekommen. Wegen Aufsagen, die sind die gekommen, wegen Trinken oder Rest, die sind
gekommen, weil sie freigekriegt haben, auch jeder, der gekommen ist. Weil jeder war anders angezogen. Ja. Ja. Und Ding war überhaupt keine Grenze gehabt. Da hat der Vogelkäfig auf dem Kopf, der andere ein Lampenschirm. Das, die Kreativität, die fehlt auch. Ja. Weißt so einfach, beziehe mich halt da. Ja. Bringen wir die wieder gefördert. Ich weiß es nicht, ob man es gefördert bringt. Es ist ja Gott sei Dank die letzten Jahre, im Umzug, muss ich sagen, am fast Montag, Gott sei Dank haben sich da ein paar zusammengetan und machen alte Schachtel. Gott sei Dank. Man braucht es jetzt schon wieder ein wenig nachgelaufen, aber vielleicht muss man es halt wieder anregen. Oder, also, ich finde noch immer, auch junge Leute gegenüber, ist lange nicht zu sagen, man sollte, sondern man muss, das muss klipp und klar sein, wie geil es ist. Na Gott lebt mit. So war es bei uns ja auch irgendwie. Bloß bei uns war es ja so, da hast du ja gar nicht gedacht, das ist da und du hast mitwählen. Und du hast nie gedacht, dass sich das verändert oder verschwindet oder dass du da besonders, das war da, du hast mitwählen in deinem riesigen Strom. Und jetzt ist es tatsächlich anders. Jetzt musst du um so eine alte Schachtel kämpfen. Aber wenn jetzt Junge mitsollen, lange jetzt glaube ich, hey, nicht mehr zum sagen, wir haben die alte Schachtel und du bist verpflichtet als Mittel und bla. Das lange nicht, die müssen mitgehen, weil sie frei haben. Ja, die müssen, frei da genauso wie wir am Singen und so nachher und am dort wirtschaften auch eine nach der anderen. Aber das muss aus sich selber kommen. Das ist natürlich eine Forderung. Aber wer wird jetzt da ansprechen? Verstehst du? Ja. Das muss ja wie wahrscheinlich jedem Verein oder was ist, es muss von unten her muss es wasen. Da kannst du jetzt wahrscheinlich jetzt zum 50-Jährigen kommen und sagen, jetzt musst du halt die Schachtel machen. Ja. Der hätte es ja schon lange können, wenn er es nicht will. Und darum denke ich, das wird natürlich auch schwierig, die jungen Leute, die da dafür zu begeistern. Ja. Gell? Das ist, die haben einfach andere Interesse, denke ich, gehen zwar gerne auf Fasnet, da ist, ist etwas los, so ein wenig so partymäßig. Aber so richtig das Brauchtum pflegen, ich denke schon, dass das schwierig ist. Ja, ist schwierig. Wir haben auch veranlasst, noch vor ein paar Jahren oder vor zwei, drei Jahren, wenn man das immer noch vorgegangen ist mit denen gelohnt. Es ist die so vielen Häuser sind noch gelohnt. Und dann habe ich ein paar zusammengebracht, wir waren ein Stück zehn. Und dann haben wir das Pech gehabt, dass an dem Sonntagabend nichts los war. Wir sind in KKC, da waren noch 20 Kanzlerinnen sind zurückgekommen. Dann haben wir die Linde, die war schon zu. Jetzt, wie machst du deine Leute klar? Das wäre jetzt das, weißt du? Das einzige war in der Krone, ist ein Stammtisch von Städten, da war eine ältere Frau dabei. Dann hat die geblärt, die hat gesagt, dass ich das noch verlebt, dass noch mal 10 Jahre kommen zu Mille. Weißt du? Aber das ist eben das. So. Die Leute haben ein ganz anderes Gespür, eine ganz andere Erinnerung. Weißt du, für die war das etwas. Wie soll ich sagen, wie wenn du eine schöne Reise hast, erinnerst oder so. Ja. Aber macht das die jungen Leute klar? Ich würde ja auch nicht sagen, dass das Allheilmittel wäre. Nein. Nur, würde ich sagen, jetzt die Corona gibt uns eine Chance, ein wenig Rückbesinnung, wie es früher war. Und vielleicht eine Rückbesinnung auf eine Kreativität, die einfach nur da sein muss, zu Milan. Setzen wir mal voraus. Die sind ja auch schon auf der Kätzeleball, die jetzt im Zunftrat sind. Es muss einfach. Und dann muss es dich jucken, um etwas machen. Vielleicht müssen wir halt daheim viel mehr darauf nachschaffen. Weißt, ich denke jetzt auch zurück, fast nicht Samstag einmal. Schau,
mit 7, 8 ist mir die Kia verkauft. Ja, da, hast, ja. da hast du ein Häckselnerfli-Luft auch, mhm, weißt, und ja. den Schurz und so. Dann hast du ein wenig Hiedeli-Geld machen ja, können ja. für die Fasne. Ja, jetzt sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage zu meinen Enkeln, jetzt kann krieg ich mir einen Kauf Kia, jetzt kann der die auch verkaufen. Ja, ja. Weißt, Könntest du sagen, ich versuche ein Bettladen noch 100 Kehr. Ja. Nein, also ja. Es ist sehr schwer. Ich glaube, es ist schon schwierig. Naja. Es ist schon schwierig. Und obwohl, das wäre jetzt das Jahr, wo man nichts dort davon kann. Ja. Sonst ja der Umzug noch. Es ist ein Kretschmann, der war auch schon zu mir auf der Fasnet. Ja. Dem sollte man auch mal den Finger zusammengehauen. Jedenfalls, was macht man? Ja. Und da wäre doch diese Chance. Ja. Spaziergang, hätte ich ja, ja, ja. Ein verkleideter Spaziergang. Ja, wäre doch etwas gehabt, oder? Ja, gehst du mit? Ich gehe mit, ja. Ich gehe mit. Man kann nein, man schellen bloß. Man schellen bloß, ja. Und schreien einen Häusern auf. Ja. Ja. Also man hört das ja oft, gerade das Jahr, das letzte Jahr war es noch anders, das Jahr sagt man, ich finde auch, man ist, also es geht fast, die ist, wenn sie ist, und es geht ja nicht, ich weiß nicht, von Sommerfasnet oder so, das geht nicht. Also ein Brauch hat einen Ort und eine Zeit, und wenn das, ich glaube, noch ist drin. Ja. Da muss immer nach das Herz bluten, wenn man Sommerfasnet. Ja, das ist die Solagerio de Janeiro. Ja, genau. Dann haben Sie das, was ich bin. Da kannst du aber kein altes Weihbad ziehen, da ist zu warm. Darum gehen wir ja hier. Da gehen wir schon lange. Wir packen unsere Werte da, ein. Da gucken Sie die noch mit so Augen an. Ich bin mal mit meinem Bruder zum Geburtstag zum Siatzker nach Köln waren wir eingeladen. Und da haben die geschrieben, Verkleidung. Also man soll, weil sie der Fasnetzeit war. Dann habe ich gesagt, was tun wir? Dann haben wir den Arm mitgenommen und das Kehrweib. Und das sind, was weißt du, die Mädchen vom Feister Karl Wasani. Also die sind schon mit Mille verbunden. Ja. Und dann sind wir, und dann haben wir den Viage gefunden. Und dann habe ich im Kehrweib bin ich in ein Hotel und habe gefragt, ob sie euch sagen können, wo jetzt der Sportplatz ist, wo die Gaststätte ist. Die hat wahrscheinlich gedacht, da kommt dann mit dem UFO gelandet oder so. Und dann, das haben die jetzt da oben nicht gekannt, obwohl, weißt du, da so nachher auch bei dem Fest, gell? Weil eserne Figuren gehen ja wahnsinnig viel her. Gell? Ja, ja. Der Narr hätte schon nach einer halben Stunde verkaufen können. Ist klar. Ja. Und das müsste man vielleicht auch bewusst sein, weißt, dass das doch einmal schön ist. Sich einfach einfach verwandeln. Ja. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ja auch ein Problem für unsere Zeit, weil Fasnet war die Zeit, wo man sich hätte verkleidet. Ja, und da war nichts. Ja. Und heute ist Oktoberfest und Après-Ski und überall hat man irgendetwas anderes. Und das hört gar nicht auf. Ja. Das heißt, wenn es dir danach ist, triffst du auf so ein Event. Sommer, Winter, Herbst, irgendwann. Ja. Das ist gar nicht besonders mehr. Ja. Das Verkleiden. Ja. Und das nimmt die Energie vielleicht auch wegen von der Fasnet weg. Die andere Seite ist, wie jetzt du sagst, mir liegen ja, also ich habe jetzt nicht gegen die große, aber mir liegen die kleinen Formen am Herz. Mhm. Und das wäre jetzt das, da man sich besinnt auf ganz kleine. Mhm. Wie du vorher gesagt hast, Fasnet ist, wenn drei Leute zusammenkommen. Ja. Nicht ein riesen Umzug oder eine riesen Veranstaltung, sondern da, das sind ja auch die schönsten Ebenen, wenn du mit der richtigen Leuten zusammen bist und dann denkst, da ist jetzt Fasnet. Also da ist Fasnet daheim, das ist Fasnet. Vielleicht sind es die Formen, wo jetzt wieder eine Chance haben. Das hätte ich befürwortet. Also, wenn du jetzt denkst, wie viele Jahre, Gott sei Dank, gibt es die Turnerfrau. Jedes Jahr eine neue Idee, was haben die schon alles gemacht? Ja. Und das ist das, das hätte es ja früher schon gegeben, also jetzt abzählen von deinen vielen Klonen und was alles gegeben hat. Ich weiß noch, Gesangfreunde, die haben in seiner Zeit, waren Teenager.
Ja. Das sind Teenager. Dann hat der Karl Anton gesagt, Gesangverein hat gearbeitet, da waren Frauen noch einmal gar nicht dabei. Ja. Hat er gesagt, ihr verkleidet dich als Teenager umkommen. Ja. Meine Mutter hat gesagt, da gehst du mit, ich war 16 oder 17. Ja. Ich habe noch gar nicht tanzen können und habe schon links rum tanzen. Und dann war ich Frau Zwingerberg gerade am Abend, musst du dir das mal vorstellen. Ja, du hast das verkleidet. Du hast eine einmalige Chance, du kannst mal jemanden sehen, wo du vielleicht sehen willst. Ja. Und wenn du sehen willst. Ja. Hast du das wollen? Ja. War das der stille Traum? Das war mal auf den Leib geschnitten. So war es immer bei der Latschi auch. Hat man gewusst, was man tut, wie jetzt ein Märchen oder irgendwie so, und wer war, ist so grob. Aber das hat man immer größer besprochen. Ja. Und dann hat man sich im Bach getroffen, und dort war das erste Highlight, war, wie kommen die anderen? Und da warst du irgendwie herausgefordert, zum jetzt gleich wenn etwas Überraschendes umsetzen. Ja, ja. Und ich weiß noch, wo wir Robin Hood haben wir gemacht. Und der Rollo war der Robin Hood und ich war die Lady Marian. Mhm. Und wir haben die Sitte abgesprochen gehabt. Und dann geht es auf die dicke Brille. Ja. Und dann ist der Robin Hood gekommen mit einer dicken Brille und schäbt sie zäh. Und Lady Marian ist gekommen mit einer dicken Brille und schäbt sie zäh. Abgesprochen. Aber wir sind aufeinander zugelaufen, wir sind zusammengebrochen. Wo wir es gesehen haben, da war der Tag schon gerettet. Ja, ja. Und so die kleinen Momente eben auch, wo im Herz stecken oder so, im Freien, also in der freien Verkleidung. Ja. Ja. Die sind sensationell. Weißt, und wenn man im Grunde genommen jetzt noch gar nicht angesprochen hat, aber das ist die Vorbereitungen sind ja oftmals, das ist ja schon erfassend. Also das habe ich schon so viel mal verlebt, dass in der Probe oder nach der Probe oder so, dass es das war sowas für, oder ist voll lustig teilweise. Ja. Da hast du ja auch schon ein super tolles Gefühl. Ja. Okay, und da muss man aber auch dazu sagen, da ist die Narrenzunft sehr viel von oben ab oder von außen aufs Auge gedruckt worden. Ja, ja. Gerade wie wir gesagt haben, wo wir die Phase nicht verlängert haben. Ja. Der 11.11. Muss man ehrlich sagen, haben wir gekannt. Bei uns ist fast nicht da drin, kenne ich gar nicht. Und wo wir die Labere ins Leben gerufen haben, wir haben gesagt, wir fangen da drin, kenne ich gar vorher. Kennen wir vorher geht es nicht. Vorher hat es auch keinen Wert. Der drei kenne ich, hat mir so den Narrenmarsch gesungen werden und dann hat es angefangen zu singen. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Cut. Ausschränken, liften, einschränken. Felsprung. Und dann machen wir noch eine Runde. Jetzt können wir nochmal anstoßen, wenn wir fast nicht. Prost. Prost, Elisabeth. Gut. Ja. Da wir noch viel mal mit dem fast nicht haben, gell? Ja, genau, das haben wir gerade problematisiert. Jetzt, Kurt, du hast gerade noch gesagt, was los war in der hinteren Gasse. Mhm. Erzähl nochmal. Wird das echt wissen? Ja, wir haben halt beim Dengler haben wir viel Häuser gehabt und da fand ich eine Anlaufstelle in der hinteren Gasse. Das hat von meiner Arbeitskollegin gewohnt. Und so da sind wir halt immer. Und die hat einen Obermieter gehabt. Ja, also jetzt der Mondi Mann, und das ist jetzt also Wahrheit, der hat so quasi heilig hat er quasi. Und ist halt immer der Heilige auch dazugekommen. Wir kennen den Geld schon. Ja. Wir haben gesungen. In deinem Haus ist Folgendes passiert, das war ein älteres Haus, der Fußboden war nicht mehr so geschickt. Aber die haben das Loch mit dem Teppich abdecken, das haben wir natürlich hingewiesen. Zumal ist der Friedelin im Keller gestanden. Und immer, ich bin ja mal mit meinem Vater gedengelt. Und dann sind wir auf der Friedelin, der Ludwig und der Kurt. Ja. Die waren unterwegs. Und da hat man sich irgendwie getroffen und ein so angeguckt. Jetzt haben uns die mal das weitere Wägeli verschoben. Wir haben gedacht, und dann war das Wägeli nicht mehr. Und das Wägeli hat die Tante Emma gehört.
Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt wenn die Eise, oh, der Wagen. Es hat die was in der Schlenkel, die haben da genau zwischen zwei Straßenlaternen, der wo es dunkel ist, da, ja, da hat sie das. Mir hat das wirklich gesucht und gesucht. Und dann haben wir es gehabt und so, und mein Vater hat dann gesagt, das lassen wir sich gefallen, das lassen wir sich gefallen. Jetzt sind wir wieder, das war in der Ulandstraße, ja. Da sind wir ja in der Wirre. Ja. Und dann ist man, glaube ich, immer ins Kreuz, das kann ja sehen. Und dann hat er gesagt, mein Vater, jetzt schauen wir beim Ludwig, ich glaube, da haben sie den Wagenstau. Und so war es noch, in der Garage, wunderschöner, genau. Wagen. Und hat gesagt, also du gehst nicht, holst den Wagen. Wir gehen zuerst in die Hintergasse, mein Vater hat rosa-rote Farbe gehabt. Und dann haben wir in der hinteren Gasse die drei Dengelsteck rosa-rot gestrichen, komplett ringsrum rosa-rot. Und haben sie wieder nähtiger und abgeschnitten. Jetzt nach einer Weile ist der Frieden hingekommen ins Kreuz. Korsettfarbe! Korsettfarbe! Ist heute noch, heute noch. Aber der Frieden Korsettfarbe! Also das, ja, sind auch so Sachen. Das ist doch schön, oder? Ja, ja, mir ist mal etwas passiert am Schmutziger Dunstig. Halt am beim Dengler, da haben wir auch lang gesungen gehabt, am Abend über die Labern gespart haben. Und hast müssen schon um 5 Uhr raus zum Dengler, oder? Schon früher. Und ich musste von der Vorstadt rein. Okay, jetzt waren wir in der Haldenstraße zum Dengler. Ja, das warst du. Sind wir dann mal zu den Korbern, zum Korbost. Ja. Der hat immer. Jedenfalls bin ich nachher in der Halde am Exess hat denglet und auch ein schwer geladen. Und dann habe ich mal Schuhe gesehen vor mir. Weißt du, dann habe ich so dran aufgeguckt. Chinesen? Ich denke, Chinesen? Jetzt geht es dir, du eine sehr nicht wie Eisen Eisen und du siehst Chinesen. Jetzt hat sich's rausgestellt. Da waren die Studenten da. Ja, ja. Die haben eine Fahrt gemacht, so, zum Fasnen kennenlernen. Ja, die hat man noch umeinander geschickt. Und die sind halt im Gang noch da, wo man denkt, das ist der Chinese, wie vorher gestanden. Verstanden. Aber musst du dir das einmal vorstellen? Ja. Denkst du doch als Narr an Chinesen? Ja, ja. Oder Japaner oder was auch immer. Aber das ist ja auch so, über das, was wir jetzt geschwätzt haben, das sind ja Erinnerungen, die sind aber jenseits vom feststehenden Brauch oder dass du sagen kannst, da ist das und das oder gegangen Stern und da treffen die und die Leute. Das sind ja Sachen, die ereignet sich einfach. Und auch völlig jenseits vom Erwartbaren. Gehört das zum Wesen zu der Fasnet? Wie sehen die das? Oder sind das Zufälle? Die geht's halt. Gut, wenn du unterwegs bist, kann das passieren. Ja. So, ja. Nee, ich denk so richtige Fasnet kannst du ja sowieso gar nicht vorbereiten. Nee. Oder das, was Fasnet doch ausmacht, ist auch das Spontane. Oder? Genau, da sind wir uns einfach eine Idee. Guck mal, ich bestimmt auch schon so gegangen, dass du in einer Wirtschaft sitzt, jetzt kommt jemand zu dir. Und dann kommt man ins Gespräch und irgendwann sagt man, hey, da oben gehen wir miteinander. Ja, ja. Wo du ja gar nicht gedacht hättest, mit dem gehst du mal Maske oder so. Ja. Gell? Und jeder geht heim und tut noch geschwind irgendetwas aus der Küche, aus dem Kia oder so etwas. Das finde ich, das ist das Tolle. Ja. Auch, gell? Das ist der Idealfall. Ja. So. So das sein. Ja. Also natürlich, manche Sachen musst du vorbereiten. Ja. Und das ist ja auch toll, wenn du aber also, da muss ich auch noch etwas erzählen. Vor ein paar Jahren sind Turnerfrauen haben mal am Schmutziger haben wir Punker gemacht. Ja. Ihr erinnert euch bestimmt. Ja, ja, ja. Gell? Wir waren bestimmt auch am Mutter. Und dann hat man gesagt, die Nummer ist so gut angekommen, machen wir am Sonntag, am Montag im Umzug. Ja. Also gut, jetzt habe ich, Punker im Umzug da laufen und weißt du, so kennst du mich, auf die Art oder so. Und dann habe ich gedacht, da gehört jetzt der Motorrad irgend so etwas dazu. Und dann habe ich meine Freundin Doris gefragt, tätst du mit? Ja. Ich besorge einen Motorroller. Und dann fahren wir mit dem Motorroller. Ich muss euch sagen, ich habe
ich bin noch nie Motorroller gefahren. Ja. Dann habe ich den, wo man ausgeliehen hat, ja. Der hat ja gut Vertrauen gehabt, der hat mir nicht halten gebracht, eine halbe Stunde vor dem Festzug gelaufen ist. Und da bin ich auf und ab gefahren und hab probiert und schier nur den Baron umgefahren. Der hat gedacht, guck, nersch, gell? Und dann sind wir im Umzug hinten drauf und bin gefahren. Und wo der Umzug rum war, sind wir auf den Graben gekommen. Da stand der Pfarrer Weber dort. Ja. Und dann haben wir gesagt, ob er mitfahren will. haben wir draufgesetzt auf den Motorroller und dann nochmal eine Runde gedreht. Also ich sage, absolutes Gottvertrauen. Ja, ja. Weißt du, und so, also, Sachen, ja. So Sachen, ja, die sind da immer in Erinnerung. Ja. Reiner Zufall, aber schön. Zufall, aber und, ja, aber natürlich auch, weißt du, bei der Fasnacht ist auch vielmal etwas gefährlich, man muss es auch sagen. Mhm, gell? Ja. Aber da geht auch dieser Gedanke, es könnte etwas passieren, eigentlich verloren. Ja, gell? Ja. Das ist voll im Schutzengel. Glaube ich auch. Ich bin bestimmt überzeugt. Und so im Narrenmess hat ja sowieso. Darum hat es ja etwas dafür. Darum hat es auch der Bootschamper nie getroffen. In der Halde, oder? Also ich war sicher, das war mit Olga. Ja, das war auch ein ganz treuer Dengler, wo jedes Jahr hätte der in irgendeiner Form geweckt oder so. Das war der Liebert. Liebert ist jedes Mal über weiß nicht wie viele Jahre, ich glaube 30 Jahre lang ist der Liebert. Also wo wir gegangen sind, auch der Vater. Es war ja immer so, man hat vielmal gestritten bald um Plätze, weil es geht im Städtler Resonanzplätze, wo halt das Dengler. Da hätte der Dengler, der will da nicht mehr drücken, der hätte frei, wenn er so halt. Und so geht es in der Haldeplätze, im Städteplätz. In der Außenbezirk ist es so wenig, da sind halt Taser-Niederer, da ist schon Taser-Meter auseinander. Da kannst du bloß Dengler, wenn du ohne gezielt weggeweht. Im Städtle ist das Dengler Musik. Das ist sensationell. Aber ich sag, da ist, und der war einmal da, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, und dann schon weitergezogen, gell? Der hätte Zeit, der hätte eigentlich gedreht, der hätte drehen wollen, weißt du? Der hätte auch keinen Schnaps wollen, der hätte einfach Dengler wollen. Aber das stimmt. Dann ist man so, auch wenn man zu zweit oder zu dritt war, dann ist der Uadona und der andere Dirk, dass man wieder vor Toilette war, und man hat eben geguckt, wo sind jetzt noch andere. Dann sind wir mal, einmal, mein Vater hat aus dem Kloster ein Fass gebracht. Er hat gesagt, da verbrennen Brüder, und der hat das Fass gebracht. Und ein Wägeli, das habe ich noch geschoben. Und da waren 4 drin. Und ich habe also das Bier im Städtchen rum hier. Und da war es kalt, und ich weiß nicht, da sind immer Dengler mal geguckt. Jetzt ist es. Und dann ist das Hellbach und so, Dengler waren im Stern. Jetzt haben sie, ist auf dem Brunnen ist Reise gelegen, nur mit Schnee dran. Dann hat man das Reise gesammelt, ist dann Sternen ab, da ist das Fass gestanden. Dann hat man müssen das Reise nicht drücken, dass es real geraucht hat, hat geschwind die Luft gemacht. Und wieder raus. Und dann hat man wieder gewartet, bis es gereicht hat. So hat man halt noch, weißt du, auch von der Gefahr her, Zeigt. Aber was war interessant ist, Christoph, also erstens, der Vater hätte ich also als Spitzbuhr und er ist ja jetzt auch gemille gekommen, hat ja bestimmt von Fasnet wenig Ahnung gehabt, oder? Ja. Aber ich denke, da ist die nach Hause gekommen, wo Fasnacht groß war. Und dann, wahrscheinlich kannst du das auch lernen, oder kannst du die mitreisen auch. Gell? Ja. Das finde ich, wenn wir es vorher davon gehabt haben, ob man das lernen kann. Es gehört schon wahrscheinlich ein wenig Witz und etwas dazu. Ja. Aber ich glaube, man kann auch manches lernen. Ja. Wenn du bereit bist. Das ist ja mit dir. Ja. Sind Gastarbeiter gekommen, Italiener, die haben wollen Deutsch lehren, dann haben sie es können, nach 2-3 Jahren. Ja. Und andere sind 40 Jahre da und schweizen teilweise nur Sizilianisch.
Klar, ja, oder ja, stimmt schon. Das musst du wählen. Da war immer ein Witz vom der Glätt, wo man einen polnischen Papst gehabt hätte. Ja. Dann hat Glätt immer gesagt, nach dem Sack, oh, weißt du, der Unterschied zwischen Polenmichel und dem Papst, der Papst kann besser Deutsch. Michli. Michli ist dabei geguckt, das muss man jetzt sagen, Michli ist da dabei geguckt. Ja, klar, ja, klar, ja. Also das ist genau das, was wir eingangs gesagt haben, auf was noch angekommen. Ich denke, der Glätt hat jetzt, wenn er gewusst hätte, das Gott, jetzt ist es so. Dann kannst du es sagen. Aber das ist schon interessant, kam es ein interessanter Gedanke und vielleicht auch ein Eigenart noch von der Müller-Phase. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, man nimmt jeden mit, aber ob es dir noch gefällt oder nicht, das kann, oder ob du nicht kommst, das ist auch nicht mein Ding mehr. Es ist nicht so, dass du sagst, jetzt gehst du mal mit in den Fußball spielen, dann gehst du zum VfB, das ist super. Das ist etwas ganz anderes. Und es geht Leute, die kommen nicht und sind wirklich gern dabei und manche nie. So ist es. Ja, das, jetzt muss ich noch, wir haben vorher auf Narren treffen, okay. Ja, ja. Ich bin ja jetzt dann seit 1960 jedes Jahr mindestens auf einem Narren treffen gesehen, vielmal auch auf zwei. Ja. Und es ist auch bei den Narrentreffen so, du triffst da andere Zünfte, andere Leute und mit manchen wirst du gleich warm. Und da sind, also bei so einem Narrentreffen sind natürlich Narren dabei, muss man ehrlich sagen. Und mit denen hast du auch dann später Kontakt und pflegst dich und es tut dir weh, wenn jetzt da etwas ist. Oder lebst mit denen mit der Fasnacht und so. Klar, das gehört auch dazu. Wobei eben die großen Massenveranstaltungen, da muss man halt sagen. Jede von diesen großen Narrenhochburgen hat auch noch daheim gefasselt. Und so soll es halt sein. Ja. Manche von diesen ganz großen, da musst du sagen, die haben halt nichts mehr. Die haben Narrentreffen, dann machen sie private Narrenumzug und haben wieder 20 Zünfte und das später eine Pfasse. Das ist. Oder jetzt Trottweiler, da ist der jetzt im Herbst der Film rausgekommen, ich habe ihn leider neu gesehen, aber so der Tenor, also so eine Sequenz ist, die haben ja die haben, das Problem, dass sie zu viel Namen haben und zu viel wenn mit. Mhm. Und die wissen gar nicht mehr, die haben an sich noch das Gleiche, das ist zwar die wunderbare Häser und Namensprung, aber die sagen auch, da sind viele Leute dabei, die wissen jetzt von der Fasnacht oder vom Aufsagen nicht mehr so viel. Der Willy Bucher sagt immer, zu viel Hästräger, zu wenig Narren. Und ich finde, es scheint ihnen auch auf Narren treffen, wenn du andere triffst, und da geht es ja tatsächlich Narren. Ich habe manchmal das Gefühl, du gehst in die Wirtschaft und siehst da den Nasenspitz, wo jetzt die hocken und das geht sofort los. Aber das sind alle, das ist schön. Aber die eigentlich Phase ist daheim und so hat immer Priorität. Nur mal etwas, jetzt auf Corona bezogen, wenn man sich jetzt wegen zurückbesinnt. In Städten, Gott sei Dank, haben sie da noch einen Brauch aufrechterhalten, ausschälen. Ja. Überlegen Sie mal, Mille war Fasnacht ausschälen. Und selbst das war für Kinder schon schön. Wir sind als Kind sind wir hinten reingerannt. Hat man schon ein Glonlikett oder ein Merle oder was. Nein, die Schmied fast da und da hat man ausgeschält und dort hat man ausgeschält. Es war dann fast was durch die Attraktion. Ja, so ist es, Und dann hat man später seinen Lautsprecher. So ein Bus. Durch Taser gejagt. Es war halt nicht mehr das. Verstanden, das ist. Wenn das ja auch mit 3 Meter Leiter durchs Dorf ging, dann hätten die aufstellen. Wenn sie nur sagen, wegen der Corona fällt der fast am Sonntag aus. Aber wir bitten die Narren trotzdem zu kommen. Wenn sie die Welt sind, das ist eine gute Anregung. Mal gucken, wie viel das jetzt das ist schon. Aber weißt du, es ist da manchmal, habe ich das Gefühl, gerade in den besseren Zünften, wo man nicht,
da gehört es halt noch auch zum guten Ton, dass ja, du dabei bist, gell? Ja, ja, und ja. Das ist noch auch wieder etwas, was gut ist für ja, fast nicht, ja, gell? Ja, plus, dass man dabei ist, ja, gell? Ja, ja. Ja, gut, haben wir stilleweise auch gehört zu mir. Ist wahr, ja. Ja. Okay. Na ja, gut. Wenn du als junger Bub ins Kreuz gekommen bist, dann war immer der gleiche Stammtisch. Ja, ja, ja. Ha, ja, klar, ja. Ja. Oder waren zum Teil dabei, die haben nichts vertragen können. Ja, ja. Mhm. Weißt du, das war... Mhm. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dann können wir... Aber wenn wir jetzt zusammenfassen, der sagen... Die haben auch ja, viel ja. darauf verpassen. Ja, ja, ja. Klar, ja. Ja, ja. Jetzt haben wir ja viel und ich glaube, da können wir sicher nochmal mit dem gleichen Thema, wie war es vorher, nochmal eine Folge machen dazu. Wenn wir jetzt mal die erste Folge zum Rückblick so in Fasnet, auch im Hinblick auf die Art, wie sich Fasnet entwickelt, sind wir guter Hoffnung oder wollen wir sagen, man muss sich mal sich wirklich etwas überlegen, sonst geht es in eine Richtung, wo man jetzt sagen würde, es geht bloß noch die ganz große. Man hat ja auch Konkurrenz, was jetzt Junge angeht, so Bum-Bum-Fasnetter und so. Mhm. Was kann man da für die, wir haben ja jetzt gesagt, die Essenz, wenn wir jetzt das nehmen, was du gesagt hast, Kurt, wenn drei Leute zusammenkommen und sind die Richtigen miteinander, da ist Fasnetter haben. Das ist so eine Keimzelle für alles. Mhm. Sind wir guter Hoffnung? Oder muss man sagen, ja, da muss man nochmal ran? Ich würde schon sagen, dass man vielleicht schon ran muss. Ja. Gell? Vielleicht könnte man mal etwas machen, jung und alt. Ja. Weißt, dass ja. ich mal ein paar Junge ja. mit ein paar Älteren gehen. Weißt, einfach, ja. das wäre bestimmt auch etwas, ja. etwas wo nicht schlecht wäre. Ja. Ja. Das ist eine super Idee. Finde ich, weil so sind wir ja auch hingekommen. Ja. Ja. Einfach mit. Ja, ja. Wir haben das letzte Mal gesagt, du, wie viel mal als Junge, ja. wie viel mal bist du mit und hast echt Scheiße gebaut. Ja. Dann haben sie das halt gesagt und dann hast du gewusst, das nächste Mal mache ich es anders. Ja. Das steckt da jetzt vielleicht ich denke, drin. Ich denke jetzt gerade, da geht es zu Miller zum Beispiel, jemand, der jetzt auch im Zunftrat ist und so, der Dennis Buschle. Der ist sehr, hat offene Ohren für so Sachen. Ich glaube jetzt gerade schon, er ist schon von seinen Vorfahren eigentlich meist er Gau, gell? Und ich denke, wenn der mal mit mir auf Fasnet ging, das wäre ganz lustig, oder? Also, Dennis, wenn du das hörst. Ja. Nein, oder so, oder mal mit dem Kopf, oder mit irgend einfach mit Leuten, die schon im Das wäre in meinen Augen mal etwas, entweder sie sagen ja so ein Hafenkäse oder sie sagen halt, das war jetzt schön. Ja. Gell? Ja. Mein Wunsch wäre, schon lange der Wunsch, dass wir vom Organisieren ein wenig wegkommen. Mhm. Also in meinen Augen hat einfach der Ball, obwohl ich nicht gegen den Ball bin, ja, nicht verstaut, aber der Ball hat zu viel weggenommen, weil ich war ja lange im Zunftrat. Ja. Mhm. Dann war der Ball, dann hat man am Sonntag noch Kinderfasnet durchgezogen, da hat man müssen auch noch mal da bewirten. Ja, ja. Die haben es ja jetzt, hey Gott sei Dank, haben sie es mit Catering gelöst oder mit so. Viel kritisiert das auch. Aber früher hat man da so irgendwie am Wurstkessel gestanden, 10 Jahre da oben, weißt du? Und dann bist du heimgekommen am Sonntag, aber dann warst du blatt. Ja, das ist klar. Und das war nicht richtig als Zunftrat. Ja. Zunftrat kehrt am Sonntagabend in die Wirtschaft. Ob er etwas machen, braucht gar nichts machen. Ja. Wenn drei Kranen sitzen da als Opfer, dann können die Narren kommen und können dann aufsagen. Und wenn sie sich aufteilen und in jeder Wirtschaft sitzen drei, dann hat man in jeder Wirtschaft jemanden zum Aufsagen. Und dann täten sie mal Mirka mal los. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Super Anregungen. Ich glaube, die Folge hat sich mehr wie gelohnt. Sensationell, glaube ich, war mir jetzt, wenn wir es nachher, was da rauskommt über Pfasnet. Meine Anregung wäre, wir machen nochmal eine Folge zu dem Thema, weil wir sind, glaube ich, noch lange nicht fertig.
Aber fertig mit den Nerven. Die unendliche Geschichte. Ja, hoffentlich ist Spaß nicht der unendliche Geschichte. Ja, eben, das wollen wir hoffen. Ja, ja, ja. Das ist, um hoffen. Das geht es. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Genau, und dann schließen wir eine Folge heute ab. Mhm. Sollen wir noch Jutz geschwind? Können wir noch. Also. Tschüss! Vielen Dank. Bis zum nächsten. Jawohl. Zum Wohl. Super. Zum Wohl. Prost und Prost und Elbe, Prost und wenn's uns ganze Reise kuscht. Prost und Prost und Elbe, Prost und wenn's uns Reise kuscht. Elle Eckle, Elle Wiese, müssen uns der Hals nachfließen. Prost und Elbe, Prost und wenn's uns Reise kuscht. Liegt da nur ein Eckle Brom, muss das auch noch gurgeln. Prost und Elbe, Prost und wenn's uns Reise kuscht. Und da Meiergebiss, das versauft man ganz gewiss. Prost und Prost und Elbe, Prost, wenn's uns Häusle kuscht. Prost! Das war Narina Radio. Ihr findet alle Folgen auf dem YouTube-Kanal Schellennarr und überall dort, wo es Podcast geht.